Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Kann ich jetzt da drauf drücken? Ja, kann ich. Was habe ich jetzt da drin? 4000 Liter. Wir warten mal, bis er wirklich ganz voll ist. Und ich sollte mir vielleicht noch ein bisschen Kohle holen. Ich bin out of Kohle. Au. Ja, ich habe es ja verstanden, dass es heiß ist. So. Ja. Genau. Das ist jetzt genau das Problem. In Out kann ich es nicht reinlegen. Ja, ist ja gut. Habe ich genügend Holz dabei? Nein, habe ich auch nicht. Habe ich schon. Ich habe ein Crafting Table auch einstecken. Sogar mehrere. Ach so, das sind jetzt die geschüsselten. Nee, nee, nee. Also ich habe hier noch was drin. Habe ich hier noch irgendwo Holz drin? Doch, da habe ich Holz. Komm. Wandel um. Wandel um. Dann kommst du doch daher. Und ich habe noch mal ein Soft Mallet. Und kann den auch gleich da lassen. Bis die Maschinen umziehen. So, du musst jetzt ausgemacht werden. Dich darf ich nicht ausmachen, weil wenn ich dich ausmache, dann kriege ich nichts. So. Ja, ist ja gut. Kannst du jetzt aufhören, das auch gleich zu verwenden? Wäre nett. So, du kannst ja gerne den Speicher vollhauen, das ist mir ja egal. Aber hör auf damit, jawohl, den Steam zu verbrauchen. Ja, ich weiß, dass es heiß ist. So. Jetzt haben wir sogar einen kleinen Steam-Puffer da oben. So, 13.000. Nee. Glaube, da passt noch mehr rein. Ich glaube 23 oder so. Und wie gesagt, der heizt gerade noch mal hoch. Problem ist halt, ich habe halt momentan keine Kohle mehr. Ich müsste da erst mal wieder welche machen. So, dann Daumen drücken, dass ich meine Platte kriege. Danke. Und wir können endlich den Schlüssel bauen. Okay, also das heißt, wir haben hier absolut keinen Table. Genau, dann kommst du halt. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Ich muss dich einmal durchsägen. Dann habe ich jetzt auch meinen goldenen Bolt. Und dann heißt es für mich dich. Da.
Ach, Drag. Ich finde dich total nett. Auch einen Drawer. Geht auch ein Tri geht da eigentlich auch ein Trim? Nein. Auch einen einzelnen Drawer. Hätte ich Banner noch mal. Okay, nehmen wir den mit. Ja, jetzt hat man zu viel im Kopf, dass man sich das alles merken kann. Das war, nein, der war hier. Das war der Pisten. Ja, da. Ja, ich hätte gerne noch einen dritten. Das und das. Es läuft da 60 Sekunden. Jetzt können wir mal schnell noch gucken, und zwar Rezepte für die Pisten. Barrel Upgrade Tier 2. Ja, brauche ich zwei Pistons. As the hell is that? Habe ich das schon? Also komplettiert habe ich ihn, aber es steht halt kein Reward drin. Aber ich habe schon, wie es aussieht, geclaimed. Nein, 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 ich will. Achso, ja. Ich bin ja nicht so reingegangen, sondern ich bin ja so reingegangen. So, dann haben wir, ja, wo ich den Pisten gemacht habe, habe ich Nummer 2 bekommen. Das Upgrade, Barrels Tier Upgrade, nein, den habe ich noch nicht gemacht. Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit? Upgrade Nummer 1. Da brauche ich nur einen, kriege ich zwei. Barrel Upgrade. Brauche noch ein Storage Upgrade. Storage Upgrade kostet mich was? Das geht auch in LV. Mit einem Pisten? Ja, genau. Der ist mir nur momentan zu teuer. Aber ich müsste. Habe ich nicht irgendwo? Habe ich kein Barrel mehr rumfliegen? Moment. Was kostet mich? Was kostet mich ein Barrel? 8 Planks. Planks. Okay, und? Keinen Circuit, nur einfach nur eine Kiste. Kiste habe ich einstecken. Kiste ist nicht das Problem. Erstes Upgrade. So, das heißt, du kommst weg, weil sonst machst du mir gleich wieder eine Kiste. Dann schmeißen wir dich rein. Auch schön. Ich nehme jetzt einen Pisten. Mach das da. Okay, und jetzt brauche ich Circuit Nummer 2. Richtig? Ein Circuit Nummer 1. Gut, in der Zeit lade ich nochmal nach hinten und hole mir nochmal zwei Drawer. Ich bin auch lustig. Ich kann mir das Upgrade aber nicht bauen, weil ich brauche dieses Upgrade für den anderen. Ja. Ja. Knack, knack.
Merkt man den Fehler? Aber ich habe dann wieder, ich habe dann zwei Upgrades. Ist egal. Aber wir haben noch nebenbei eine Quest erledigt. In der Zeit hätte man, glaube ich, drei Pistons gebaut oder so. So. Ist auch abgeschlossen. Ich nehme jetzt zwei Pistons. Ich claim sie mir. Und ich schmeiße rein. Und ich mache mir Upgrades. Und habe. Moment, ich habe doch bestimmt die Struktur-Upgrades irgendwo auch reingeworfen. Genau, davon habe ich ja einen. So, das heißt, wir nehmen jetzt die Erde hier. Dann nehmen wir den hier. Dann nehmen wir den hier. Klatschen den voll. Das wird, der Rest wird nach hinten. Nein. Okay. Er ist einfach verschwunden. Auch nicht schlecht. So. Dann essen, dann kriegen wir mal nochmal Blaubeerensaft. Ich glaube, der Saft wird dem bald aus den Ohren rauslaufen. Wir legen uns hin. Ein Upgrade hätte ich fertig. Müssen wir noch einen Piston bauen. Ja, aber ja, wobei es ist Eisen. Es wäre jetzt nicht so teuer. Wäre jetzt nicht so teuer. Aber aufs Prinzip nein. Nein. So, ich wollte einfach nur den Schlüssel bauen. So, du warst hier, du warst hier, du warst hier. Falsch. Die zwei Stahlplatten waren hier. Die Säge war hier und das Upgrade war hier. Und ich habe endlich meinen Schlüssel. Ja, was lange wird, wird endlich gut. So, das heißt, ich kann jetzt endlich diese komischen Dinger hier absperren. Dafür habe ich das Ding eigentlich gewollt. Ich wollte einfach nur die Drawer absperren, dass ich jetzt da auch was rausnehmen kann, ohne dass es gleich wieder weg ist. Was total nervig ist. Gut, dann hätte ich gesagt, hänge ich den jetzt erstmal hier hin. Schlüssel in Überklein. So, was kostet mich ein. Ja, also wie gesagt, mit den Molten Redstone ist es schon nicht gerade, ist es schon günstig. Aber ich brauche halt die Möglichkeit, dass ich erstmal was einschmelze. Und das werde ich jetzt nicht so schnell hinkriegen. Das ist nämlich der Fluid Extractor, soweit ich das im Kopf habe. Und es gibt auch nur 1158 Rezepte. So, Piston, Molten, Fluid Extractor, richtig. Und der Fluid Extractor kostet mich eine Pumpe, zwei Circuits, einen Piston und dann bin ich schon raus, weil das ist zu viel. Sagte er einfach mal so. Was würde mich noch der da kosten? Ein Feuerzeug. The Nether. Habe ich da?
Habe ich da nicht eins bekommen? Habe ich nicht noch ein komplettes Feuerzeug irgendwo rumliegen? Wenn ich das habe, baue ich das Ding noch. Weil das wäre nämlich noch der Game Changer für die Kohle. Ich war der Meinung, dass ich es eigentlich noch hatte. Es kann jetzt natürlich auch sein. Nein, ich habe mir das Flint ins Steel nicht gegeben. Ich habe mir den Iron Golem gegeben. Tja, Drake. Da hat du wohl einen Fehler gemacht. Nochmal. Nein, es gibt nur dieses eine einzige, wo ich mit Flint and Steel auch rausbekommen hätte. So, was brauche ich für ein. Ich brauche ein Small Steel Gear und ein Spring. Die Spring ist, glaube ich, nicht das Problem. Die Spring ist einfach nur ein Steel Rod und das in die Bending Machine hauen. Das geht erst ab MV. Und ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Das müsste ich im Fluid Solidifier bauen. Ja. Aber ich muss den Game Changer trotzdem machen. So, habe ich hier. Habe ich vielleicht momentan noch eine Feile einstecken? Ja, habe ich. So, ich brauche davon drei. So, dann muss ich jetzt noch mal gucken. Das ist die 1, dann passt das. So, aber ich habe gerade noch was gesehen und zwar, ich brauche auch noch einen Stahlrotor. Da brauche ich Rough Iron Plates. Also davon brauche ich 5. Ich habe doch, glaube ich, noch eine Stahlschraube übrig gehabt, ne? Genau, und ich habe sogar noch einen Stahlring übrig. Dann reicht mir das. Ich muss ja nur noch genügend Steam haben, dass die Bending arbeitet. Das heißt, du schmeißt jetzt mal bitte einen Steel Rod da rein und dann schmeißt du die 5 Platten rein. Ja, das war ja vorhin viel beim ersten Mal viel komplizierter und ich sehe jetzt gerade, ich kann mir diese Säge hier auch noch schenken. Und habe ich hier einen Rotor drin? Ja, habe ich. Dann heißt es das da, das da, das da, das da. Die Pfeile habe ich auch dabei. Ich habe jetzt eigentlich alles drin, hoffe ich. Dann die Stahlschraube und den Ring dazu. Danke. Dann habe ich den Rotor. Moment, ich brauche noch Bricks, 3 Stück. Und der kleine Drake hat beinahe vergessen, noch die Rough Iron Plates zu machen. Ja! Gott sei Dank gerade noch gesehen. Ich glaube, ich habe einfach nur. Ja, ich habe die Kohle mal wieder ins falsche Fach geschmissen. So kürze ich es auch als Profi. Gott sei Dank gibt es Solarboiler. Die arbeiten. Und Gott sei Dank hat er nicht gequengelt. Aua. Ja, ich weiß, ich muss bestraft werden für meine Dummheit. Ist ja gut.
Doch, das reicht. Ich habe ja auch was im Puffer drin. Gut. Und jetzt kannst du auch wieder Steam aufbauen, ohne dass ich dich. Na. Doch, ist doch auch nett, ne? Okay. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles vergessen. Doch, Bronzeplatten habe ich vergessen. Ach, echt jetzt. Das ist nervig. Ah, okay, das macht er nicht. Gott sei Dank stelle ich nicht Dampf mit dem einen und um den Tank dann wieder hinten dran anzufüllen. Das wär erst ein Gag. Auch wäre mir aber auch zuzutrauen, bin ich ehrlich. So, jetzt müssten wir wirklich alles haben. Das Einzige, was ich jetzt da noch brauche, sind Bricks. Ich müsste, wobei ich glaube, das geht auch mit den anderen. Ja, wir schauen nach, wenn wir dort sind. So, also ich brauche jetzt das Feuerzeug. Du kommst dahin. Das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin. Wo ist die Stahlplatte? Hatte ich die nicht gemacht oder vergessen, übersehen, weggeschmissen? Ja, ich bin ja glücklich über mich selber. Ja, aber jeder Gang tut gut. Ja, ich hatte eine Platte gemacht, klar. Nur die ist dann für den Rotor draufgegangen. Weil ich den nicht mit dabei hatte. Oder? Nö. Hä? Dann habe ich eine Platte zu wenig gemacht. Ist egal. So, wir sind mittlerweile den Weg das zweite Mal gelaufen. Wenn es sein muss, laufe ich jetzt den Weg auch nochmal. Nur um einfach zu beweisen, dass ich es kann. Gott sei Dank habe ich einen Flint einstecken. Das wäre es jetzt gewesen. Ah, schön. Ich denke mir gerade, habe ich einen Flint dabei? Hurra, hurra. Der Igniter ist da. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hin. Damaskusstahl. Ja, natürlich Damaskusstahl. Alles andere wäre total hirnrissig. Ich habe bestimmt, genau, ich habe hier noch eine Kiste rumstehen. Da schmeiße ich jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Freue mich schon auch auf. So, und zwar can be up. Wir schauen mal schnell auf. You have found an alternative way to making charcoal with a charcoal pile igniter. Go and start getting massive amounts of charcoal. Genau, das ist auch das, was wir brauchen. Massiv Charcoal. So, und jetzt steht hier das. Can be up to 11 mal 6 mal 11 oder mindestens 3 mal 11 mal 3. Nein, 3 bis 11, 3 bis 6 und 3 bis 11. Also das heißt, einen in der Mitte bis 11. Also das heißt
fünf nach in jede Richtung. Und dasselbe auch, ja, Weite und Länge, klar. Und die Höhe ist 3 bis 6. Was steht noch da? Bricks bottom layer under all woodlocks. Dirt grass or logs must be covered by this. Sind Controller or Bricks? Genau. Bricks bottom layer under all woodlocks. Ich weiß es nur nicht. Es wird nicht schon wieder dunkel. So, das heißt, ich brauche jetzt meinen Flugdrachen. Den habe ich hier. Ich habe meine zweite Picke noch da, das ist gut. Das heißt, ich brauche jetzt schnell mal meinen. Moment. Da ist meine Treppe. Einmal einen höheren Startpunkt. Es klappt gerade alles. Ja, genau, fall halt noch runter. Bin ich jetzt wieder ganz unten? Nein. Merk schon. Jump and Run ist mein Game. So. Dann heißt es jetzt, ich brauche die Steuerung B. Ich muss nach unten und hier muss ich meinen Brick Dungeon aktivieren und ab geht's. Ist gerade wirklich ein bisschen nach oben gegangen. Ja, minimal. Jetzt drückt gerade die Luft aber richtig runter. Aber jetzt geht es wieder gut oben nach oben. Perfekt. Wir sind fast da. Okay, noch 90 Meter. Meter. Aber ich meine, ich habe doch bestimmt meinen Hammer auch dabei, ne? Ja. Dann brauche ich nicht mal zu grübeln. Wir machen hier einen Dreier. Wir haben ein bisschen was freigelegt. So, dann ich darf hier nicht den Äußersten nehmen, weil sonst komme ich nicht. Ja, doch, wobei ich den wieder rauskomme. Ich habe ja die Treppe freigelegt. Ja, genau, das Zeug wollte ich. Aber ich mache es trotzdem jetzt erstmal so, dass ich auch wieder rauskomme. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit runter gehe, weil sonst habe ich ein Problem. So, ich komm doch da oben drauf, ne? Ja. So, und dann heißt es ab. Zurück in die Heimat fliegen. Lalalala. So.
Wir gehen wieder auf den Baumgipfel. Was sind die Bricks? Ja, das ist wirklich so weit weg. Ja, aber auf den Hügel komme ich schnell rauf. Ich muss immer noch eine Schere für euch bauen. Ich weiß, ich vergesse es jedes Mal. Seid froh, müsst ihr nicht nackig rumrennen. Da müssen wir hin. Viel zu weit drüben wieder. Ja, aber das reicht auf jeden Fall auch. Da kann ich auf jeden Fall auch genügend rübergehen mit der Information von, wie weit muss ich nach drüben chunkmäßig laufen. So. Wie viel haben wir denn? Ach, wir haben fast 5 Stacks. Das ist ja super. Also ich habe jetzt auf jeden Fall auch genügend Bricks. So, das heißt jetzt für mich, habe ich hier irgendwo Dirt? Ja, klar, da muss ich auch nicht so weit laufen. Das ist hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn Pile Igniter passt. Den stelle ich jetzt einfach mal provisorisch da unten rein. Hier hin. Das soll jetzt auch nicht übergroß werden. So, 3. 7. Sollt ihr vielleicht noch dran denken, dass ich auch noch reinkomme? So, dann heißt es jetzt, wir füttern den Boden aus. Wir füttern den Boden aus. Halt, eine Reihe geht noch. So, und jetzt haben wir dann den Dirt. Dann heißt es jetzt 3 bis 6 hoch, ne? Wir schauen nochmal nach. 3 bis 6, jawohl. 2. Oh, und durch. Der erste Stack. So, 3, 2, 4, 5. Ja, wenn ich so weitermache, verhungere ich. Vorher. So, nochmal alles weg. Der Nachteil, wenn man nicht rechnen kann oder zählen kann. So, dann kommst du jetzt dahin. Das sind jetzt dann 1, 2, 3, Mitte 1, 2, 3. Gut. Und du gehst 1, 2, 3, 4, 5. Das wird jetzt wohl hoffentlich passen. Schauen wir mal, ob wir es zum Laufen kriegen. Steht mittlerweile 1-1. Einmal geschafft, einmal nicht geschafft. So, ich täte eigentlich gerne
das so machen. Das sind jetzt dann 1, 2, 3, 4. Ich brauche dann nochmal 2, dann habe ich eine 5er Höhe. Man muss halt nur dran denken, je größer das der Raum halt ist. Aber wie gesagt, man kann ihn ja dann auch mit Erde wieder aufschütten. Ja, also innen drin. Nochmal 2, bitte. Dann hat man halt den Vorteil, beziehungsweise den Nachteil, man braucht auch das dementsprechende Holz dazu. Okay, wir haben mit GT++ Bäumchen wirklich einen Baum, da kommst du nicht hinterher, das Holz zu verarbeiten, wenn die Bäume mal gewachsen sind. So, 3. 3. So, dann haben wir hier auch 3 und 3. Und hier haben wir. Dunkel. 2. Gut. So, das da auch. Jetzt hoffe ich, dass du mittig bist. Und jetzt muss ich dich da hinsetzen, damit ich auch hochkomme. Und ich mache dich mal weg, dass ich da auch hinkomme. Und du kommst dahin. Dann legen wir uns zuerst hin. Und dann hole ich mir was zum Essen. Weil es ist andersrum, wenn es im Real Life so einfach wäre, ne? Ach, legen wir uns mal schnell hin, obwohl du eigentlich komplett hungrig bist. Ach, das passt schon. Alles Paletti, alles tutto completi. Da hast du keine Probleme mit, ja, nee, kannst nicht schlafen. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich habe das noch nicht so oft geübt. So, du bist auch eine Keule. Doch noch einen übersehen. So, und jetzt brauche ich 1, 2, ich nehme jetzt mal 3 Stacks mit, ob es reicht. Wir werden sehen. Ja, ich komme auf jeden Fall von hier aus gut hin. So, wir sammeln es auf. Also 1. Doch, der ist mittig, ja. Ich hoffe, dass der nicht genau symmetrisch sein muss, sondern dass es egal ist. Das Lustige ist ja, es steht ja auch dort 3, 3 bis 11. Was ich jetzt aber nicht weiß, ist, muss das Ding ungerade sein oder nicht? So, erstes Deck ist weg. Okay. Passt auch. Drück die Daumen, dass der läuft. Wie gesagt, dann haben wir auch keine Kohlprobleme mehr. Ich habe jetzt doch deinen vergessen, oder? Ja. Na, Lücken darf man nicht lassen, weil dann geht er nämlich nicht. Dann machst du das nämlich auch öfters. So. Also das finde ich, der Raum ist schon fast zu groß. Und du und du. Und dahin und da.
Ja, aber ich habe ihn schon dampfen sehen. Jawohl, er läuft. Und jetzt braucht er 324 Sekunden. Ja, je größer, muss man nämlich auch wissen, je größer der Raum ist, umso länger braucht er die Kohle umzuwandeln. Aber wie gesagt, den kann ich dann immer wieder laufen lassen. 324 Sekunden, das ist ganz schön lang. So, das heißt, wir haben jetzt einiges erledigt. Ich habe einiges aufzuräumen. Ich schmeiße jetzt mal alles, was ich zu viel habe, hier in diese Kiste, dass ich dann mal weiß, dass was ich alles aufzuräumen habe. Das ist jetzt nämlich ganz nett. So, dann kommst du auch noch dazu. Ach genau. So zum kleinen Schluss. Und zwar, ich bin mal hingegangen für mich selber, weil ich habe mir überlegt, ich möchte eigentlich nach unten nicht nochmal mehr Steine verwenden, wenn ich schon in einem Claybiom lebe, sondern ich möchte eigentlich gerne in einem, ja, dann unten die Wände aus Clay machen. Aber die Farben haben mir nicht gefallen. Jetzt bin ich mal hingegangen. Ich bin mal gespannt, wie es ausguckt. Ich habe, also man sieht es halt hier. Mein Blau ist jetzt intensiver, mein Rot ist intensiver, ist Schwarz habe ich auch noch mal ein wenig abgedunkelt, ist Weiß ist heller. Es gibt Orange, es gibt ein dunkleres Magenta. Grün habe ich intensiviert, Braun habe ich intensiviert. Hardened Clay habe ich jetzt nicht angefasst. Grau habe ich heller, dunkler gemacht und heller, beziehungsweise gräulicher. Und weil es, wenn sich vielleicht noch einige gefragt haben, wie ist der Junge eigentlich an Basalt gekommen? Ja, das kann ich euch zu kurz zeigen. Vielleicht habe ich jetzt den Schnellskill, jawohl, habe ich. Und zwar, wenn man darüber guckt, ne, das sieht man dieses schöne kleine Loch. Und dieses, also ich habe mir erstmal angeguckt, wie schaut's aus? Also ich finde, schaut gar nicht mal so schlecht aus. Es ist jetzt halt ein gräulicher statt rötlicher. Aber da drüben war Red Granit. So, und dann bin ich halt in dieses rote Granit rein. Und was war hinter dem roten Granit? Richtig schwarzer Basalt, also schöner schwarzer Basalt. Und den habe ich dann angefangen rauszuhauen, dass wir sozusagen endlich weitermachen konnten mit unserer Basis, weil, wie gesagt, kein Basalt. Ihr habt es gesehen. Also da ist einiges an Material draufgegangen. Und ich glaube, ich hatte 5 oder 6 Stacks von dem Zeug dabei. Oder waren es sogar 500? Ja, lasse das 500 gewesen sein. Ich habe von den 500 jetzt noch, lasse ich mich schauen, 164. Ja, der Rest ist in den Säulen drin. Und ich habe jetzt noch gar nicht angefangen, das Schönbauen zu machen. Wobei, ihr kennt mich ja, ne? Ihr kennt mich ja. Wenn ich jetzt wieder sage, nur mal kurz, ne? Nein, wir machen wirklich nur kurz. So viel. Aber ich habe jetzt hier ja mein Zeug rein. So, und zwar, was ich auf jeden Fall brauche, ist Rounded. Deswegen auch hier dann die Drawer mit hin, weil da kommt jetzt dann alles rein, was mit Schönbau zu tun hat. So, ich kann mal kurz zeigen, was ich vorhabe. Und zwar, davon brauche ich 4. Und dann gibt es noch diese hier. Und zwar, dann gibt es einmal die großen und einmal die kleinen. Also das ist der dicke, der ist 3 und das ist der schmale. Und der schmale interessiert mich vor allem, ja, wobei interessieren tun mich eigentlich beide. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt mal da 2 raus, wir nehmen uns jetzt mal da 2 raus und wir nehmen uns mal da einen raus.
Wir sind ja genau in dem richtigen Bereich, wo es uns auch angeht. So, dann heißt es nämlich jetzt für mich, wir gehen jetzt hier hin und drücken mal in das Eck dann rein. Und jetzt seht ihr, dass ich hier die Konturen, dass die passen. Also das heißt, man muss dann etwas ins Eck gehen. Vorführeffekt, wunderbar, hat alles geklappt. Jetzt ist das schon mal sauber. So, jetzt hat der kleine Drag aber noch was vergessen, weil das muss er auch natürlich machen. Ich sah ja, von Hundertstel ins Tausendstel ins Abermillionstel. Das war hier drin, ne? Genau. Deswegen habe ich mir eigentlich auch die Säge gebaut. Genau deswegen. So, ab in den Kompressor mit dir. Wir schauen noch mal. Oh, ist ja schon aus. Ja, schon aus. Das wäre ja super. Das ist ja wirklich ganz toll. So, das heißt, wir nehmen jetzt unsere Lumber-Ex. Nicht? Ha, ich kann es nicht abbauen mit dem Ding. Harvest Level Copper. Habe ich nicht. Gut. Dann nehmen wir halt die Standard-Axt. Ich glaube, es zählen wir leider nicht. So, wir schmeißen mal schnell eine Fackel rein. Ja, in meiner Zeitlinie sind 326 Sekunden oder 400 Sekunden gar nichts. Bei allen ist es ist es eine Ewigkeit. Mache ich aber nur nebenbei. Okay, aber wir haben jetzt mal schnell einmal die Kohle durchlaufen lassen. Eins, zwei, drei, vier. Vier Stacks und 20. Kann man zufrieden sein, oder? Jo, ne? Das kann man ja immer wieder machen. 276 Kohle. Da wäre der Coke-Ofen aber oft gelaufen. Und ich kann jetzt dann wieder hier auch wieder nachfüllen. Das ist sehr schön. Okay. Kompressor. Denk an den Kompressor. Deswegen warst du draußen. Leg dich mal schnell hin. Kompressor, genau. Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Und mir gefällt eigentlich das Ornate. Jawohl. So, habe ich die Säge. Die habe ich einstecken. Dann gehen wir jetzt nämlich hin und sägen uns das da zu den kleinen. Und ich brauche noch was, fällt mir gerade ein. Genau. So, du kommst schon mal dahin. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Licht. Du kommst auch dahin. Du kommst dahin. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich habe gerade gesehen, da fehlen mir noch drei Stück. Gut. Dasselbe auch hier. Und du kommst dahin. Und ich muss noch eine Mauer bauen, sehe ich gerade. Push am Bau hier. So, und dann brauchen wir noch den da. Und da mache ich mir jetzt gleich mal 16 Stück. Ah. Und was hat der Drake vergessen? Natürlich seinen roten Granit. Was ich halt momentan noch dabei bin, ich versuche gerade diese Textur in hellerem Grau auf Granit zu kriegen und in Rot auf den hier zu kriegen. Also sozusagen also diese Bricks sollen sich mehr diesen Bricks hier annähern. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege.
So, das heißt aber, wir. Ha. Geht jetzt nicht so einfach. Weil ich jetzt die Lampe schon reingehängt habe. Weil das wird auf jeden Fall so sein. Aua. Gut. Gut, dann habe ich jetzt das da. Oh, ich habe ein Eck abgehauen. Passt. Und dann haben wir jetzt noch die da. Und dann kommst jetzt du dahin, dahin, dahin und dahin. Beziehungsweise die da kommen hierhin. Also das Rot kommt dann nur über die Gänge drüber. Nicht über alles. Keine Sorge. Oh, ich habe noch genau 4. Boah. Müsste ich jetzt eigentlich alle Verkleidungen haben. Für die Lampen. So, und dann heißt es für mich, die Fackeln können weg, weil hier ist jetzt erstmal hell genug. Hier kommen erstmal Fackeln hin, weil hier habe ich noch nichts geplant bis jetzt. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Wie gesagt, das geht halt immer jetzt so weiter, ne? Wo ich jetzt so Dreier Büros habe, genau. Die kommen halt dann dahin. So, aber ich habe ja noch die, also der da ist mir egal. Weil da will ich einen Dreier drüber haben. Aber überall, wo ich diese Teile hier habe, kommen dann der da, kommt dann dahin und dahin. Da kommt der drunter. Und der da in die Mitte. So, und jetzt haben wir einen Bogen. Ist das nicht hübsch? Sag, dass es hübsch ist. So. Da darf wieder nichts hin. Aber hier darf es hin. Auch hier ist dasselbe in Blau. So, genau. Was ich noch erwähnen muss. Das da ist ein Einser. Das ist der Zweier. Das ist der Dreier. Das ist der Vierer. Hab schon gesagt, ich wäre noch richtig stolz gewesen, wenn sie noch einen Fünfer dazu gemacht hätten. Also, wo du sagst, du hast den einen, dann hast du noch einen ganz kleinen, den wo du da oben hin machen kannst. Ja, wobei kannst du ja auch, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt einfach 5 entlang, hört's halt auf, geht nach oben. Aber finde ich, schaut nicht so schön aus. So, jetzt muss ich genau. Ich bin halt noch beim Gucken, wie ich es mache, weil, wie gesagt, das ist eigentlich der mittlere Raum. Das ist jetzt total albern hier, finde ich. So. Eigentlich. Ne, es muss weg. Ich jetzt nicht. Oh, jawohl. Habe ich alles. Das ist gut. Ob ich auch wieder alles finde, weiß ich nicht. So, aber das ist die Mitte des Raumes. Dann bin ich auch der felsenfesten Meinung. Wenn es die Mitte des Raumes ist. Ja, der war jetzt zum ersten Mal falsch gesehen. Oder war es zu schnell? Ja, das ist wieder richtig. Du kommst wieder hier hin.
Und dann heißt es wieder da, da, da und da. Genau. So. Und dann haben wir hier auch nochmal dasselbe. Und dann haben wir hier auch nochmal dasselbe. Das werde ich jetzt dann peu à peu immer so meiner machen. Also wie gesagt, überall wo unten das sind, mache ich hier diese Verknüpfung hin. Da bin ich gerade beim Überlegen, ob ich es einfach sein lasse. Ich kann es nicht, ich kann es nicht lassen, merke ich gerade. So, und zwar, wie schaust du aus, wenn ich dich jetzt hinmache? Nicht katastrophal. Ja doch, das kann man lassen. Das kann man lassen. So. Selbe auch hier. Jawohl. So, und dann hätte ich gesagt, mach mal hier noch einen tiefer. Und ich probiere noch mal den. Wie schaust du aus? Doch, das ist viel angenehmer. Der andere Bogen ist mir zu heftig. Dieser hier. Den kann ich woanders nehmen, aber da als kleinen Durchgang finde ich ganz angenehm. Machen wir auch noch hier. Halt. Und zack. Ja, genau. Picke des Todes, ey. Ja. Rex? Ich habe das Ding nicht umsonst auch Doom genannt. Okay. Also. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere schönen Teile. Einen habe ich noch vergessen. Dann machen wir den da auch noch hier hin. Zack und zack. Schaut ganz gut aus. Machen wir auch noch hier. Ja, das machen wir jetzt dann immer wieder weiter. Das sind aber so Designelemente, die wo ich nebenbei machen kann. So. Aus der kleinen Folge, ich mache mal kurz, ist mal wieder ein episches Aufnahme geworden. Ich werde es auf jeden Fall teilen. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, wie immer ab in die Kommentare. Ich freue mich darauf wirklich. Und dann sehen wir uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.